Willkommen zurück bei Elder Scrolls Online. Wir sind hier immer noch mit der Murkmeier-Quest des Residium von Argon beschäftigt. Nachdem Cassandra Jassicorn und Xukas entging, betrat sie eine zweite Xanmer namens Wackerbock. Famia und ich müssen in diese gewaltige Ruine und Cassandra daran hindern, das Residium von Argon an sich zu bringen. Der Welkenstein hat es uns erlaubt, das gewaltige Eilidentor zu öffnen. Wir sollten nachschauen, was uns auf der anderen Seite erwartet. Und jetzt sollen wir nach Hinweisen auf Cassandra suchen. Die hat sich Ende der letzten Folge durch das andere Tor da drüben verpisst und hat irgendetwas mitgenommen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich nehme an, Famia wird es uns gleich nochmal erklären. Das Residuum von Argon wird es noch nicht gewesen sein, aber wahrscheinlich eine Art Schlüssel, der dahin führt. Ja, also irgendetwas, das man dafür braucht, ne? Zum Beispiel, um dieses Tor zu öffnen. Ach. Na, dann hat sie doch noch eine Verwendung für den Khajiin-Sat-Kristall gefunden. Verdammt! Große Güte, was für eine Gossensprache! Verzeiht, ich meinte... Nein, nein! Ich meine das so. Verdammt! Ohne einen ermächtigten Wackerkristall von dieser Größe sitzen wir hier fest. Es ist ein Eilidentor wie das, das wir gerade passiert haben. Können wir nicht einfach noch einen Welkenstein suchen? Das wird nicht klappen. Habt ihr gesehen, wie das Tor gelb leuchtete, als sie hindurchging? Und wie diese Steine aufflackerten, als sie vorüberging? Ich glaube irgendwie, dass dieses Tor nur auf argonische Wackersteine reagiert. Steine wie der Khajiin-Sat-Kristall. Also, sie ist mit dem Khajiin-Sat-Kristall da durch. Das ist es, was ich jetzt irgendwie zum Schluss nicht so richtig mitbekommen habe. Wir haben den Khajiin-Sat-Kristall gefunden. Wir können hier irgendwo noch einen Wackerstein finden. Ach, ich dachte, ich wäre hier für das Verbreiten von Zuversicht zuständig. Ihr habt natürlich recht. Wir müssen einfach nur einen finden, der die Strahlen der Sonne in sich aufgesogen hat. Seht euch um. Ich bleibe hier und versuche mir eine andere Methode zusammenzureimen. Nur für den Fall, dass ihr mit leeren Händen zurückkehrt. Jo, dann schauen wir mal. Karte. Aha, da oben. Da oben müssen wir irgendwie hin. Wir kriegen das schon. So. Eiliden-Überwältigerin. Da wird mich wohl kaum in Ruhe lassen. Gut, dann laden wir unseren Bogen mal mit einem Skill auf, den wir nur mit... Ich wollte ihn eigentlich... Habe ich den noch gar nicht verbessert? Doch schon, oder? Oder muss ich da erst auf den Boden? Nee, irgendwie... Moment, den Skill muss ich mir nochmal angucken. Habe ich da was? Gilde, Kriegergilde... Ach, wir können die verbessern. Dann machen wir das doch. 2,5 Meter Radius. Ich möchte den auf 28 Meter Reichweite auslegen können. Genau, das ist das, was ich eben versucht habe. So. Jetzt. Genau, direkt unter den Hintern setzen. So ist diese Falle am nützlichsten eingesetzt. Da ist es schön, wenn man ein paar Skillpunkte übrig hat, dass man sowas gleich, sobald es einem in den Sinn kommt, korrigieren kann. Nochmal ganz kurz zu der neuen Version. Leichte Bestienfalle. Ihr schleudert eine Falle mit scharfen Klingen an eine gewählte Position. Sie braucht 1,5, bis sie geladen ist und hält dann eine Minute lang an. Sobald sie ausgelöst wird, verursacht sie 2800 Blaschaden. Ihr könnt selber lesen, die Werte, das ist jetzt nicht relevant. Und zusätzlich noch mehr Schaden und kleinere Kraft. So, genau. Und man kann sie auf 28 Meter Entfernung werfen, was mit der ersten Version nicht ging. Da konnte ich sie nur direkt vor meine Füße legen. Und, ja. Ich führe das Ding nochmal vor, und zwar anhand von dem Zausel da drüben. Ich werfe die jetzt hier hin und lock den da rein. So, und weil die ein bisschen dämlich sind, werden sie auch da reinlaufen. Ich muss nur ein Stück zurückgehen. Bäm. Und schon sitzt er in der Falle. Zack.
Also vor allem bei Untoten, Werwölfen, Vampiren und so weiter sind diese Fallen sehr effektiv, weil es ja eine Kriegergildenfähigkeit ist, ne? Nochmal. Und jetzt komm. Komm her, Fifi. Das langt. Die Falle macht auch Schaden. Nee, langt nicht. Der hält mehr aus, als ich dachte. Und ich kann ihnen die Falle jetzt auch direkt unter den Hintern setzen, was die Handhabung stark vereinfacht. Die andere Version mag ja mehr Schaden machen, aber sie ist schwieriger anzuwenden. So nutzt sie mir eher. Also Schaden ist nicht alles, ne? So, die Xanmer von Wakabuk. Uiuiui. Das schauen wir uns mal an. Ein ganzes Meer von Portalen. Heilandsblechle. Das ist wohl irgendwie so eine Art Paralleluniversum oder ja. Nach all dieser Zeit brachten wir nur dies zustande. Ein lebloses Gewölbe aus Toren, das uns nichts einbringt. Mein Fürst, wir haben einen goldenen Pfad bis an die äußersten Grenzen der magischen Praxis angelegt. Dieser Nexus ist karg, ja, aber. Ihr wollt mich dazu bringen, meine Suche abzubrechen, oder? Die Macht des Hists, die Macht des Residuums übersteigt die eures goldenen Pfads bei weitem. Ich werde mir die Macht des Baums holen, koste es, was es wolle. Das war wohl wieder eine Vision in die Vergangenheit. Schauen wir uns das mal auf der Karte an. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das schaut schlimmer aus, als es ist. So, damit sind wir in die nächste Zone gekommen. Es ist halt ein Nexus, ne? Also sowas wie ein Hub. Wie ein USB-Hub, sowas in der Art. Nur halt mit Portalen. So. Mit welcher Strategie mache ich euch am besten platt? Okay, den einen locke ich in die Falle und den anderen. Bams, genau, so wollte ich das haben. So. Den hat sie sauber abgezockt, braves Mädel. Zum Glück sind sie nicht die intelligentesten. Was? So viele Schatztruhen gibt's hier? Ist auch nur eine einzige gerade da? Ich wüsste gerne, was für Art Schätze man da drin findet, oder? Weil es gibt ja zonenspezifische Unterschiede zwischen dem, was in den Schatztruhen drin sein kann. Also hier die Schatzkiste ist nicht da. Also ich würde euch das gerne zeigen, aber sieht so aus, als ob ich kein Glück habe. Und gerade keiner da ist. Naja. Seele
Seelen verschwinden nicht einfach, Hutan. Findet sie oder ich suche mir jemanden, der es kann. Mein Fürst, die Magie dieses Hists ist anders als jede andere, der wir begegnet sind. Die Seelen werden in eine Art Fokus hineingesogen, wenn wir die Quelle nicht finden. Das Residuum. Es dreht sich am Ende immer alles um das Residuum. Setzt eure Forschungen fort. Ich habe vieles zu bedenken. Gut, nächste Gegend. Ach so, das ist dasselbe, nur eine Seitentasche. Komm, irgendeine von den Truhen wird doch wohl da sein, dass wir mal einen Blick reinwerfen können. Weil vielleicht finde ich da eine Spur drin, die man nur hier kriegt, oder ein Stilbuch oder sowas. Oder es ist nur Geraffel drin, das kann natürlich auch sein. Klump. So, nächster Nexus. Und tschüss. Schauen wir mal, ob diese Truhe da ist. Auch nicht. Okay. Da könnte noch eine sein. Nö, wir haben echt kein Glück mit den Truhen. Keine einzige da. Na gut. Dann finden wir es jetzt halt nicht raus. Mein Fürst, ihr wolltet mir etwas zeigen? Werft einen Blick auf diese unermessliche Weite. Sagt mir, was seht ihr? Tore, mein Fürst. Ein Reich aus Türen und Gängen. Ja, ein Meer aus azurnen Toren, von denen keines zum Hist führt. Vielleicht nutzen wir die falsche Art von Gang. Sucht einen der Sonnenkristalle dieser Bestien. Wir haben Arbeit vor uns. Da haben sie so viele magische Tore gebaut und keines davon führt sie dahin, wo sie hinwollen. Das muss bitter sein. Wo sind wir denn diesmal? Ah, da war man noch nicht. Theoretisch noch zwei Chancen auf eine Truhe. Mal gucken. Irgendeine wird doch da sein. Wenn da so viele Truhen rumstehen könnten, wird doch wohl irgendeine da sein. Wenn die Kälte nicht klappt, versucht etwas anderes. Sie sind Echsen. Sie können sich doch wohl nicht an alles anpassen. Das ist der Punkt. Ich glaube, sie sind nicht nur Echsen. Ich weiß nicht genau, was sie sind. Ihre Physiologie ist... Keine Ahnung, wie sie auch nur am Leben sein können. Versucht es weiter. Es muss einen Weg geben, um sie klein zu kriegen. Sie werden mir ihre Geheimnisse verraten, so oder so.
Okay, ich muss irgendwie darauf. Das wird wohl hier dann irgendwo gehen. Hüpf, du sollst darauf. Unsichtbare Wand oder was? Das ist nicht dein Ernst. Schauen wir uns die Karte nochmal an. Ah, da ist eine Treppe. Okay. Keine Truhe. Der hat nicht lange leiden müssen. Und auch diese Truhe ist nicht da. Okay. Aber, so wie es ausschaut, Gräber. Gräber oder Altare? Irgend sowas. Ich weiß es nicht. Spekulation. Wir haben einen passenden Stein gefunden, mein Fürst. Seine arkanen Eigenschaften ähneln nichts, was ich kenne. Ja. Wir hätten sie von Anfang an erforschen sollen. In ihnen nimmt das Licht von Magnus Gestalt an. Erstaunt. Diesen neuen Stein in unsere existierenden Tore einzupassen, das wird Zeit brauchen. Zeit spielt keine Rolle mehr für mich, Hutan. Ich habe mich vorbereitet. Selbst wenn es ewig dauert, ich werde die Geheimnisse des Residuums lüften. Karte. Myndal, das war doch der eben, den wir als Geist gesehen haben. Letzte Worte. Ich will wissen, ob er irgendwas zu sagen hat. Nö, nicht sehr gesprächig. Ihr werdet meine Pläne nicht stören. Nicht so kurz vor dem Ziel. Gerade wollte ich die Ulti zünden. Da, Spur Niswo Seelenschmieger. Was ist das denn schon wieder? Niswo Seelenschmieger. Kann in Trypmoor gefunden werden. Interessant. Kriege ich irgendwie raus, was das ist? Alles möglich. Ist ein Einrichtungsgegenstand. Okay, kann euch leider nicht zeigen im Moment, wie das ausschaut. Aber es ist ein Einrichtungsgegenstand. Gut, wir sind noch nicht fertig. Das war sozusagen das Vorgeplänkel. Das wird dann wohl das Tor sein, das sie dann angepasst haben, vermute ich mal. Ich meine, irgendwie müssen wir ja auch ans Residium rankommen, ne? Das Residuum von Argon beschafft einen Wackerstein. Das ist dann der Wackerstein wohl. Gut, sobald wir den haben, wird es wohl Zeit für einen ordentlichen Schnitt.
Mal ein bisschen das Level-Design würdigen. Das ist also der Wackerstein, der Sonnenlicht bekommen hat, ne? Die Macht, die diesem großen Meteorglasbrocken innewohnt, kann sich zweifellos mit dem des Kajit-Yat-Kristalls messen. Er sollte das Tor, durch das Cassandra entkommen ist, öffnen können. Kehrt zu Famia zurück. Die steht immer noch da und flucht und schimpft und wettert. Okay, das sieht man natürlich von der Seite eher nicht, weil man in die Richtung normalerweise... Es gibt keinen Grund, dahinter zu blicken, ne? Wäre mir jetzt nicht aufgefallen vorhin. Weil halt die Musik da vorne spielt. Vielleicht muss man die Steine neu ordnen? Ach, wartet. Ihr habt es geschafft. Ihr habt noch einen Wackerkristall gefunden. Na los. Jo, aber da machen wir einen sauberen Schnitt, auch wenn dadurch die Folge... Ich kann kaum fassen, dass ihr noch einen Wackerstein gefunden habt. Ich bin froh, dass ihr zurück seid. Ich habe einige verstörende Gerüchte gehört und ich glaube, dass ich sogar einen Geist gesehen habe. Das ist eine archäologische Gefahr, die ich lieber meiden würde. Gehen wir weiter, in Ordnung? In Ordnung, aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis, könnt ihr einen Queststatus nochmal angucken. Der Wackerstein hat das geheimnisvolle Eileen-Tor aktiviert. Ich muss durch es hindurch, um Cassandra weiter zu verfolgen. Also Tor betreten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.